So Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Es geht endlich weiter und wir kraxen hier zu Level 1 in der 6. Welt. Tut mir leid, dass leider nichts kam, aber... Ja, aber ich hatte mehr Lust auf The Last of Us. So ist es einfach. Gut, Bergwelt sehen wir hier. Und hier sehen wir erstmal so einen Bum-Bum-Dingens... der gerade draufgegangen ist. Die Eisblume, die will ich nicht unbedingt, sondern ich will lieber hier rauf und dann hier nach oben. Okay, das bringt nichts. Schade, schade, Schokolade. Ist da unten irgendwas? Nee, lediglich der Tod, der auf uns lauert. Okay, jetzt sind wir hier in dieser Bergwelt. Und, mal schauen, wie es halt wird. Oh, ein Leben! Oh, eine Eisblume, die will ich aber nicht. Moment, ich warte nochmal ab, bis der genau das wirft und dann springen wir auf ihn drauf. Okidoki. Dann hier runter. Oh, Mario, kann er nicht gut hangeln? Ist hier gleich was? Da oben könnte was sein. Oh, 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 hier haben wir die ersten Bullet Bills. Also nicht die ersten Bullet Bills, sondern die ersten Bullet Bills in diesem Level. Und in dieser Welt. Die Welt sieht halt so ein bisschen danach aus, als ob thematisch schon ein paar Bullet Bills da sind, wenn ich verstehe, was ich meine. Da ist die Sternmünze, ich weiß nicht welche genau, aber hol sie einfach mal. Und erledigen den Typen auch perfekt. Die erste, sehr gut. So, dann gehen wir gleich mal hier rauf. Mit dem Propellerpilz, beziehungsweise mit dem Propelleranzug, können wir richtig gut cheaten, das gefällt mir. Fuck, er cheatet gerne, Ne, bis jetzt gefällt mir das Level ganz gut. Bis jetzt? Ey, da oben könnte was sein. Ne, da oben ist nichts. Da oben könnte was sein, wo die Münzen sind. Gut, hoch da, komm! Mario, sehr gut! Jetzt. Nee. Ist auch nichts. Lass mir dann die... Wie heißen die überhaupt? Die Dinger in Ruhe. So, Midway Point erreicht. Habe ich dann eine Sternmünze irgendwo verpasst? Ich weiß es... Okay, da oben ist was. Hier oben ist was. Sehr gut, eine Röhre. Da müsste dann eigentlich, denke ich zumindest... die zweite Sternmünze zu sein. Ah, ich check. Nee, hier ist nicht die Sternmünze. Schade eigentlich. So, hier können wir uns. Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, komm. Ja. Komm, hier. Hätte das irgendwas gebracht, wenn wir alle blauen Münzen eingesammelt hätten? Nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Gut. Vielleicht hinten noch irgendwas. Auch da war es jetzt irgendwas gesprungen irgendwie. Ja, Tatsache. Gut. Die sollte jetzt nicht so schwer zu holen sein, ne? Ui! Der hätte fast den Propellerpilz verloren. Den würde ich aber eigentlich gerne noch behalten. Was ist hier? Ah, hier komme ich raus, okay. Gut so, gut so, gut so. Roten Münzen können uns eigentlich egal sein, aber ich versuche sie trotzdem mal einzusammeln. Ja, war jetzt nicht so schwer. 98 Leben und fast sogar wieder 99, das schaffen wir schon noch in diesem Level. Ui, das... Ja, okay, doch, ist doch ganz easy. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht mal so unknapp, aber... Nee, ist nicht so schwer jetzt. Sagt er und starb. Beziehungsweise verlor er erstmal den Propellerpilz. Hier könnte eigentlich... Oh, richtig viele Bulletpilz, Mann. Ui, okay. Ganz easy. Ja, immerhin leben. Ich wollte eigentlich einen Stern. Ui, geh weg. Wieso schießt er nicht? Jetzt, wenn ich hochspringe, schießt er, oder? Nee, okay. Okay, okay. Ich vermute mal, dass hier oben. Nee, ist nicht. Ich dachte, hier oben wäre die letzte Sternmünze. Aber wenn wir schon. Da ist die letzte Sternmünze. Aber wenn wir schon hier oben sind, können wir die ausschalten und uns gleich noch ein Leben holen. Hier gibt's massig Leben, das ist doch schön. Aber was ich auf jeden Fall will, sind nicht die Leben, sondern die dritte Sternmünze hier, die wir auch schon haben. Sehr fein, ausgezeichnet ist das. Und dann haben wir gleich noch ein Leben, obwohl wir das nicht brauchen. Aber nun gut.
Okay, das Level war ziemlich cool, muss ich sagen. Aber ich hab's, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Aber mit dem Propellerpilz muss man auch sagen, ist es auch nicht so schwer wie wahrscheinlich ohne Propellerpilz. So. Jetzt können wir nach links gehen, aber ich glaube, links bringt uns der Propellerpilz nichts. Wollen wir lieber erstmal nach rechts gehen? Ich gehe lieber erstmal nach rechts. Ich missachte meine eigene unbeschriebene Regel, indem ich hier nach rechts gehe. Ganz einfach, weil ich hier jetzt noch den Propeller habe und den halt ausnutzen will, solange es halt geht. War da irgendwie rechts vielleicht noch was? Ja. Komm schon. Komm, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir. Komm. Nein, da hätte ich es fast geschafft. Komm jetzt. Okay, nein. Ich dachte, ich war schon oben. Ja, Mist, du Schisto. Ganz toll. Komm, hier ein Propellerpilz. Ja, geh mal weg. Ist hier irgendwas Tolles? Weil umsonst will ich meinen Propellerpilz nicht verloren haben. Gut, jetzt kann ich wenigstens die Piranha-Pflanzen hier erledigen, wenn ich das überhaupt will. Okay, da oben ist die erste Schleimmünze. Okay. Gut. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Zumindest sehe ich nicht irgendwas, was ich machen könnte. Aber egal. Gut. Geht hier wieder das Wasser hoch, wie bei dem DS-Teil? Ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwo, nochmal den Schalter drücken, oder? Kann man da irgendwo den Schalter drücken? Ich weiß nicht. Vor allem muss man da noch unten, Dings, die Sternwinde holen. Gut, holen wir uns die erstmal. Bevor wir nochmal wegen dem Schalter schauen. Komm schon runter, kleine Pflanze. Zack, und du bist tot. Sehr gut. So, die nächste Sternmünze wäre da. Aber jetzt würde ich gerne wissen, ob ich da noch irgendwas machen kann mit dem Schalter. Also drücken wir den nochmal und nochmal hochschwimmen. Los. Okay, das war gleich nicht so gut. Ja. Ne, ich glaube, da kann man nichts machen, oder? Warum komme ich hier nicht durch? Da gibt es vielleicht da wieder einen Secret Exit, wie bei New Super Mario Bros. Für den DS. Ich weiß es nicht. Erstmal hier durch. So. Hey, was? Wieso? Ich kann... Ach so, meine Wii-Fernbedienung ist leer. Sag das doch. Moment, da müssen wir die ganz kurz tauschen. Ich konnte mich gerade nicht bewegen und war schockiert. Ich war einfach schockiert, meine lieben Damen und Herren. So, haben wir eine neue Wii-Fernbedienung. Ich glaube, ich verliere jetzt hier gleich mal meine Feuerblume. So, noch den Nunchuck einstecken. Ah, noch ausgewichen. Gut. Seht ihr, trotz technischer Fails, ich gebe nicht auf. Und lass mich jetzt hier treffen. Eieieiei, muchas maracas, meine Damen und Herren, was sollte das denn? So, springe ich hier mal hoch. Ja, wer hätte es denn gedacht? Hier ist was. Wie komme ich da hin? Nur eine Feuerblume? Lame-o-matico! Okay, da müssen wir aber irgendwie hoch. Wie, ist die Frage. Erstmal die Pflanze hier kaputtisieren. Okay. So. Haha! Bin ich der Beste oder bin ich der Beste? Ich bin einfach der Allerbeste. So, ich bin froh darüber, dass wir hier auch die Sternmünze eingesammelt haben. Und bislang ohne Fails hier durchgekommen sind. Ich hätte es wahrscheinlich nicht sagen sollen, weil jetzt... Okay, da kann ich nicht mehr treffen. Genauso wenig wie da. Die kann mir auch relativ schnuppe sein. Mit dem Feuerblume. Okay, runter da. Okay, hier gibt es bestimmt einen Secret Exit. Oder normales Exit. Ja, normales Exit wohl eher. Gut. Das haben wir dann auch gefunden. Und hier ist sonst nichts mehr. Außer ein paar Piranha-Pflänzchen. Komme ich hier irgendwo noch rein? Witzig wäre es, wenn ich hier rein könnte und ich einfach unten rausfallen würde und dann gleich sterben würde. Das wäre mal richtig genial von Nintendo. So, komm, lieber da. Noch ein One-Up, obwohl wir das nicht brauchen, aber was soll's. Wir sammeln die One-Ups wie sonst was. Wir sind halt der One-Up-King.
Er hätte mich gar nicht Fokker nennen sollen, sondern One-Up-King oder so. Gut. Da geht's weiter ab. Wir holen jetzt erstmal dieses Level da links nach. Weil wir uns einfach nachholen können. So, können wir dann auch so Mii-Spieler da mit diesen Bullet-Bits machen? Also so wie mit diesem Goomba oder so, wenn man denen begegnet, dass dann irgendwie so ein kleines Level kommt. Ist da oben was? Ich hoffe mal nicht. Ist da oben was? Seht ihr das? Nee, okay, da ist nichts. Ich dachte, da wäre was. Aber nee, da ist nichts. Glücklicherweise. Was heißt hier glücklicherweise? Ich hätte es ja gefunden, wenn da was wäre. Aber ihr versteht schon, was ich meine. So. Jetzt habe ich Angst, denn hier könnte wieder überall irgendwo was sein. Also bei diesen rotierenden Bodendingern. War ja auch in der, im allerersten Level so. Komm, einen erledigen wir. Ich behalte mal die Feuerblume. Ich glaube, die gefällt mir momentan ein bisschen besser. Ist hier irgendwas? Nee. Oder? Kommt da noch was? Nee, kommt nichts. Gut. Da unten ist was. Dazu brauchen wir aber so ein Panzerchen. Komm her. Komm, fall runter. Fall runter, Stachel-Dingsi. So. Ah, Mist. Da habe ich mich ganz dreckig treffen lassen. So. Nein. Und nochmal. Was gibt's nicht? Das gibt es nicht! Ich fehle den ganzen Part lang nicht und dann fehle ich an so einer Stelle. Alter Verwalter, war das jetzt peinlich. War das jetzt peinlich? Ich habe mich dreimal von dem Teil treffen lassen. Das ist unglaublich. Unglaublich, wie schlecht das war. Oh mein Gott. Oh mein liebes Gottchen. So, jetzt so wie ich mich kenne, sterbe ich gleich nochmal. Nee, 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 nee. Nicht mit mir! Nicht mit mir, meine lieben Freunde! So, erstmal hier den Pilz holen. Hol den Pilz! Sehr gut, Mario! So, jetzt nehme ich den Stachelpanzer mit, ne, damit ich den anderen nicht benutzen muss. War hier irgendwas? Nee. Okay. So. Ui. Jetzt habe ich gerade zu spät realisiert, dass da... Moment. Komm runter. Sehr schön. So, damit hätten wir die erste Sternmünze. Diesmal ohne Fail. Dass mir auch das mal möglich ist, hätte ich mir nie zutrauen lassen, zu träumen. Ah, ihr wisst, was ich meine. So, nehmen wir halt die Eisbeam, obwohl ich die eigentlich nicht so gerne haben will. Ist ja vielleicht sogar nochmal. Nee. Das wäre auch ziemlich lame gewesen, wenn da nochmal ein Stern, beziehungsweise eine Sternminze gewesen wäre. So, was gibt's da? Ein Leben, okay. Schade, schade. Ich dachte, da ist vielleicht mehr, wie zum Beispiel eine Ranke, die nach oben führt. Obwohl, wo sollte die hingehen? Keine Ahnung. Da ist die nächste Sternmünze. Und ich weiß, welche Kohle. Ah, Mist. Komm jetzt, komm hoch. Sehr gut. Und weg mit dir. Sehr fein. Ja, stimmt, die können wir ja nicht hochnehmen. Fab-Fabs. Die heißen doch Fab-Fab, oder? So, uiuiui. Uiuiui. Ich warte erstmal ein bisschen ab. So. Kommt nochmal her. Komm her. Komm her, Kleiner. So. Boah. Und Stern. Komm her. Erwisch sie doch, Mann. Mario. Na. Komm hier. Ganz viele. Triff sie doch mal. Geht's hier rein? Geht's hier rein? Ne, hier geht's raus, oder? Ich hab irgendwas verpasst. Hier geht's auf jeden Fall raus. Moment, ich geh nochmal ganz kurz zurück. Da! Ihr habt's gesehen. So, rein da. Gut so. Das war offensichtlich. Also, nee, das war nicht offensichtlich. Aber es war klar, dass es da rausgeht und... Wie machen wir das am besten? So ungefähr. Eieiei. Das wäre sogar fast in die Hose gegangen. Fast, aber zum Glück nicht ganz. So, jetzt kommen wir da raus. Und jetzt können wir versuchen, die roten Münzen einzusammeln. Wie soll man da hochkommen? Hallo? Wie soll man da hochkommen? Ah, ja, so wahrscheinlich. Aber auf Anhieb war es mir nicht möglich, da hochzukommen. Gut, ist hier noch was? Nee. Bekomme ich hier wenigstens noch eine Feuerblume oder so?
Uiuiui! Hammerbrüder! Nein, 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 nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Hammerbrüder, lass mich in Ruhe! Fetti, fett, fett! Lass mich in Ruhe! Okay, bloß nicht sterben! Nicht sterben! Da ist das Ende! Sterbt! Sehr gut! Nein, der eine ist nicht tot! Ah, jetzt ist er tot! Okay! Oh, der ist noch in der Luft eingefroren, der kleine Dicke. Oh, bloß ne, nein, 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 wir kennen das von dem einen Goomba, der, nee, von dem einen Koopa, der mich noch getötet hat. Ich gehe hier ganz auf Nummer sicher. Ich will hier nicht nochmal sterben. Oh, so. Uiuiui. Das Level war ein bisschen anspruchsvoller, aber alles in allem war es ganz okay. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Wenn nicht, dann lasst es sein, denn ihr seid beschissen. Nee, natürlich nicht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.